Eigentlich bin ich immer noch auf der Suche nach den blöden Eiern. Ich find's gerade nicht. Pass auf, nächste Höhle. So, da hausen wir wieder die Goblins. Dieser unbeschämte Bock. Scheiße, noch immer nach unten. Ja, was haben sie denn da? Ein Saukopf. Da ist der Ritter vor. Ein Stockfisch. So, wieder mal Kohle. Okay, eine Rumspeiberei, du. Was ich brauche. Au. Ui, da rennen sie mal. Entdeckung! Die machen ernst! So, Edo hat er! Der Hopperer! Ein Wasserkelch! Das ist wieder ein Questgegenstand. Eisen? Drauf scheiße. Brauchst du nicht. Kennt die eigentlich, warte mal. Schau, das mit der Magie. Hält nicht was. Die brennen zumindest. So, da spricht er. Dass aus sie geht. So, zum Grab. Elixier des Heldenmuts. Der Wallbrecher. Ja, das ist er. Eine Mordsübersicht. Aber wieso auch immer noch die bescheuerten Eier? Ich find's grad nicht. Oh, wir haben ein Problem, also. Okay, Leute, das war der Aufstieg. Ja, und mehr gibt es nicht, oder wie?
Das bedeutet, ich kann den ganzen Weg zurücklaufen. Weil da muss ich mich nicht war. Ja, pass auf. Haben wir ebenfalls abkassiert, aber die Eier von Herrn Meier. Die finde ich nicht. Wenn kein Schwein weiß, wo die sind. Wir blöden da. Gottes Willen, was haben wir da? Ein Sumpfei. Größenwahnsinnig, oder? Der Heil des Sumpfes. Oh, der schluckt aber. Muffiges Fleisch. Ja gut, zumindest konnten wir fressen. Pass auf, hat der gesagt, wo die sind? Im Osten von Schwarzwasser. Pass auf, Norden, Osten, da drüben irgendwo. Pass auf, dann nimm ich Disziplin. Zweimal, steht das. Dann kriegen wir eine verbesserte, kunstvolle Kombination. Und ein bisschen mehr Kampfgeist. Im Osten, sagt er. Bleiben wir mit Domi. Verdammter Krieg. Eine Bürgerin, die schimpft. Da ist jeder Depp wieder. So, was haben wir da für einen? Der Typ in der Quest. Hey, hey, The Shakes. Was gibt's? Hey, Chef, tu mir mal einen Gefallen, ja? Warum sollte ich das tun? Ich mach dich reich, sagt der Mann, der im Sumpf haust. Hey, lass dich nicht täuschen. Find meine Tasche. Du wirst schon sehen. Warum sollte ich deine Tasche suchen? Kannst sie behalten, Chef. Eine wertvolle Tasche. Mit goldenen Verzierungen und so. Ich bekomme nur den Inhalt. Der Inhalt interessiert mich aber mehr. Der ist rein persönlich. Ja, völlig wertlos für dich, Chef. Also gut. Wo ist deine Tasche? Die habe ich fallen lassen, als mich die Lurker erwischt haben, wie ich ihre Eier klauen wollte. Die Biester haben ihr Gelege im Osten von hier. Sag schon, was ist in der Tasche? Wie gesagt, Chef, nur ein paar persönliche Sachen. Was für persönliche Sachen? Papiere, Briefe, Erinnerungen, Familiensachen eben. Woher hast du eine wertvolle Tasche? Du siehst aus wie ein Penner. Ich bin doch kein Dieb. Ha? Sie ist ein Familienerbstück. Ehrlich. Und das Erbstück willst du mir geben? Wie soll ich dich sonst bezahlen, Chef? Ich hab doch nichts. Pass auf, im Osten, ich glaub, das ist aber richtig. Leg das da hinten. Schau mal, die so. Ein Berg hoch 3. Ja, pass auf, die Lurker-Gelege. Ja, hallo. Da warte ich auf mich.
Au. Mitten in die Schnauze gehaut. Gottes Willen. Du, sag mal. Der neue Prügel. Waldbrecher. Dreifacher Schaden, so nie. Nahkampf 30. Der hat Nahkampf 35, eh? Plus den dreifachen Schaden. Mos Mortis. Eine geweihte Henkersaxt. Probier's mal aus. Hallo, Freunde. Hey, du hier. Pass auf, Löcke, ey. Wie mich dann? Sexy. Was war denn das? Eine goldbestickte Tasche. Aha, probier schon. Pass auf, die Eier haben wir, gell? Den nehmen wir mit. Damit sie die Brut nicht mehr vermehrt. Oh Gott, wo bin ich? Was haben sie denn da? Ja, pass auf, da hinten darf ich weitergehen. Wo sagt der Schädel? Da geht es selbstverständlich nach Schwarzwasser. Sehr blärt. Und da geht noch. Da geht dann so eine Sumpfkrautfarm. Also, mir glaubt da die Kundschaft da. Und der hat dann immer einen Spaziergang machen im Sumpf. Ohne dass die überholen. Aber die Erfahrungspunkte habe ich. Jetzt laufen wir geschwind zurück. So, ihr kriegt ein bisschen die Taschen. Damit der Shakes. Hey, was gibt's? Unangenehme Zeitgenossen, die Lurker, hä? Nicht unangenehmer als so mancher hier. Hier, deine Tasche. Wunderbar, Chef, wunderbar! Der Inhalt für mich, die Tasche für dich. Stimmt's? Eine schöne Tasche voller goldener Stickereien. Da steht sogar der Name drauf. Du heißt also Boran? Was? Boran? Das kann doch nicht sein! Da werde ich Boran mal selbst fragen. Chef! Chef! Das ist doch nicht nötig! Ja gut, Chef, mir wurscht. Da betreibt nie da. Er schläft im Trick. Schau an, endlich mal ein neues Gesicht in Schwarzwasser. Hast wohl lange kein neues Gesicht mehr gesehen, was? Ja, aber du solltest erstmal mit Leboras reden. Er ist hier sowas wie der Büttel. Denk nicht drüber nach, red einfach mit ihm. Warum? Er will jeden Fremden sprechen, der nach Schwarzwasser kommt. Also mach es einfach. Der Leboras hat den Suri. Damit er seine bescheuerten Eier kriegt. Da ist er. Moment. Wie schaut denn aus, Dave, bitten? Hey, doch mittlich.
Ja, ja, der Wirt oder die Wirtin. Bleib die doch. Ja, ja, so wäre uns gar nicht im Angebot, gell? Für meinen Geschmack. Könnte ein bisschen mehr sein. Fräulein Hukwa. Ich suche zwei Magier, die vor einiger Zeit im Archiv der Silberseeburg waren. Die Magier kommen nicht zu uns runter in den Dreck, Schätzchen. Versuch's bei Gelana am Eingang des Baums, aber sei vorsichtig, sie beißt. Ich suche zwei Magier... Die Magier kommen... Was kannst du mir über das Kaffee erzählen? Du solltest erstmal mit Leboras sprechen. Jeder Fremde muss sich bei ihm melden. Verkauf mir wenigstens einen Schluck Wasser. Tut mir leid, auch Handel ist ohne Leboras Genehmigung verboten. Na gute Frau, wer ist Leboras? Der ist so wichtig. Hier hast du die Lurker-Eier. Zufrieden? Es geht hier nicht darum, ob ich zufrieden bin oder nicht. Es geht um das Wohl von Schwarzwasser. Und du, mein Freund, hast bewiesen, dass es dir am Herzen liegt. Können wir jetzt reden? Jetzt können wir reden. Was willst du wissen? Was tust du hier? Ich bin vor langer Zeit nach Schwarzwasser gekommen und der Ort hat mich gleich fasziniert. Hier komme ich zur Ruhe und die Vergangenheit schweigt. Die bösen Träume sind weg. Ich habe gleich gewusst, dass ich hier bleiben muss. Was ist in deiner Vergangenheit passiert? Das ist eine lange Geschichte. Nur so viel. Früher war ich ein Paladin, habe in vielen Schlachten gekämpft. Das bereue ich heute zutiefst. Ich versuche jetzt Gutes zu tun und Schwarzwasser kann meine Hilfe gebrauchen. Die Paladine haben meine Familie ermordet. Was weißt du über sie? Da siehst du, was ich meine. Der Eifer und Fanatismus der Paladine wird immer schlimmer. Roba lenkt sie in die falsche Richtung. Was mit deiner Familie passiert ist, tut mir leid. Will Schwarzwasser deine Hilfe? Ich fühle mich dazu verpflichtet, den armen Menschen hier zu helfen. Sie leben ohne Moral und gemeinsehen in den Tag hinein. Ich versuche, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Nicht jeder will das verstehen. Die Menschen hier lernen nur langsam. Was tust du, wenn jemand nichts lernen will? Dann muss er gehen. Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Glaub mir, ich erkenne faule Äpfel. Ich prüfe die Menschen und vor allem die Fremden. Was tust du, wenn jemand nicht freiwillig geht? Oh, ich verabscheue Gewalt. Gewalt hat früher mein Leben bestimmt. Sie macht einen blind, aber... Wenn mich der gerechte Zorn übermannt, dann wehe dem, den er trifft. Ich dulde keine Unmoral und keine Niedertracht in Schwarzwasser. Merk dir das gut. Was denkst du über die Magier? Sie wissen nicht zu schätzen, was ich für Schwarzwasser tue. Sie sollten mit mir reden, aber sie ignorieren mich. Ich könnte viel für sie und ihren Baum tun. Ich könnte sie unterstützen und beschützen. Hey, ein Mann der guten Taten.